Hallo und willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Heute an diesem wunderschönen Montag, dem 14. September 2020, der Himmel protzt nur so vor guter Laune. Und wir starten rein in diesen Part mit mal wieder Post. Und zwar hat Zenobion schon wieder geschrieben. Und ich habe bei Jorna ein paar Rüben gekauft, aber keine Sorge Leute, nicht viele. Die habe ich einfach nur zum Essen gekauft, deswegen nur 50. So, aber kriege ich es jetzt auch mal hin, Leute, die Post zu öffnen, ist die Frage. Ich habe mir diese Pflanzen jetzt einfach mal bestellt, damit ich sie wieder im Lager habe, weil die sind eigentlich ganz praktisch. Und einen hoffentlich neuen Song aus dem Jorna hat mir vermutlich mal wieder ein Bambussprosse, genau. Vielen Dank. Und Zenobi. Den lieben Noni, ich habe lange auf den perfekten Moment für dein Geschenk gewartet. 5 Stunden lang habe ich überlegt, was ich dir geben könnte. Wenn es dir nicht gefällt, sag mir es bitte nicht. Aber keinen Druck, Zenobi. Okay. Komisch, dass meine Bewohner mir immer zweimal schreiben zurzeit. Das ist ziemlich weird. Das ist passiert, was seit dem letzten Part. Ich habe so einiges leider mal wieder gemacht. Aber, also es ist zwar einiges, aber nichts wirklich Großes, sage ich mal so, ne? So, also was haben wir denn da jetzt? Genau, 3 Bambussprossen sogar. Ananasschirmen. Let's see. Oh, schön. Der ist so schön bunt und farbig und einfach super. So, und zwar habe ich mal wieder was gemacht. Ach komm, ich zeig's euch gleich. Ich habe mir gedacht, so pures Terraforming ist vielleicht im Part etwas langweilig. Deswegen sein Grundstück ist weg, genauso wie der Aufgang. Denn ich habe hier was vor. Hier wird so eine Brücke hinstehen. Ich habe jetzt extra, dass hier noch durchkommen. Also das hier soll meine Brücke werden. Da muss ich mir noch Custom Designs holen. Hier so rüber, dann hier wird so ein irgendein Bereich, also ich habe schon was vor, was hier entstehen wird, aber halt noch nicht so ganz sicher. Und hier soll der Leuchtturm hin. Ist hier ein bisschen doof, dass das so ein bisschen abgeschnitten ist. Aber das Ding ist halt, dass hier glaube ich keine 3 hinpassen, soweit ich mich erinnere, ne? Aber wir gucken einfach mal. Ich kann gleich anfangen. Also ich dachte mir, pures Terraforming ist vielleicht ein bisschen blöd. Deswegen, und ich konnte mich sowieso nicht stoppen. Deswegen dachte ich mir, es ist vielleicht besser, wenn wir es so machen. Na, hier geht's eben nicht. Ding ist, glaube ich, genau, dass es hier nur 2 geht. 3 passen halt hier nicht hin. Warum auch immer. Also ich meine, eigentlich müsste es ja gehen. So, und die Theorie ist, dass ich halt hier oben den Leuchtturm noch hin platziere. Aber aus dem Grund, ich habe ihn sogar schon irgendwo... Oder nicht? Da den Leuchtturm, genau. Aus dem einfachen Grund, dass wenn man hier, habe ich den Tauchanzug dabei? Ja, Tatsache. So. Wenn man hier ist, dann kann man von hier ins Wasser springen. Man trifft zwar fast die Klippe, aber es klappt und ich finde das einfach so cool, dass ich das Ganze ausnutzen möchte. Und genau deshalb brauche ich das so, wie es hier ist. Und wie gesagt, das mit dem Abrunden und die Rohfassung hier an sich... Die wollte ich euch einfach mal ersparen. Ich wollte noch kurz mal checken, passt hier vielleicht noch was hin? Das wäre ziemlich, ziemlich gut, aber ich glaube, ist leider schon das Maximum. Es scheint so. Leider, leider, leider ist es so. Wie gesagt, hier in dem Bereich, da wird was Cooles entstehen. Werden wir jetzt auch demnächst mal hinbauen, auf jeden Fall. Aber jetzt mal noch nicht. Denn wir haben heute noch so einiges vor. Ich möchte das deiner jetzt zu 100% abschließen. Oder habe ich das nicht sogar schon? Ich weiß es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Wir gucken, dann gehen wir einkaufen. Gunnar muss ein bisschen verschoben werden. Noch 2-3 Blöcke, würde ich sagen. Und der See wird wahrscheinlich auch wieder zu. Ich habe schon dann 2-mal den Herzteich verschoben. Aber dich habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber naja, ist ja nicht so schlimm, ne? So, ja, da wächst wieder gutes Unkraut. Genau, ich habe das schon hingestellt hier. Ich finde es super cool. Ich liebe meinen Diner jetzt, also beziehungsweise Marias Diner. Ist ganz hübsch geworden. Man kommt hier ja auch überall immer noch durch. Und hier oben, das schaut auch nicht schlecht aus. Und ich habe hier ein paar weiße hier hinten geplatziert, immer mal wieder. Weil die passen einfach in das Thema meines Gartens, beziehungsweise meiner kompletten Insel. Was für mein Garten? Nein. Meine komplette Insel passt da ganz gut rein, würde ich sagen, in das Thema mit den weißen Hyazinthen, weil die schauen so natürlich aus. Und genau. Dann habe ich mich dafür entschieden. Ich habe mal wieder alles, aber ich wollte mal kurz gucken. So.
Das habe ich letztens gesehen, hier gibt es ab und zu ein paar Balloons. Das ist ganz cool eigentlich. Ja, einen blauen Ballon. Also voll cool, dass man das jetzt auch unterm Jahr kaufen kann. Das wusste ich gar nicht. Aber es geht. Das ist sehr gut, weil da muss ich nicht mit Balloons warten bis. Moment, habe ich was? Eigentlich nicht, ne? Da muss ich nicht bis zum nächsten August warten, bis wieder Rainers Tombola stattfindet, sondern ich kann es jederzeit kaufen. Das ist eigentlich sehr gut. Ich denke mal, da gibt es jeden Tag ein anderes Item auch, das man kaufen kann. Ja, genau, so. Ich habe halt das damit angefangen, weil dieser Bereich jetzt eigentlich fertig ist, würde ich sagen. Der Bereich der Insel. Es ist zwar noch recht bunt, muss man sagen, aber gut. Hier habe ich auch schon ein paar. Essen die denn jetzt nochmal? Stechpalmensetzlinge und genau gesagt 9 Stück eingepflanzt. Wie gesagt, ich mag das, wie das hier geworden ist, ehrlich gesagt. Ich könnte hier noch einen Busch platzieren, fällt mir gerade ein. Passt ja recht gut hier. Genau. Also ich finde es cool. Die Designs passen ja auch recht gut und ich wollte noch zeigen. Nee, habe ich überhaupt neue Designs? Nee, aber hier, wie gesagt, kommt dann so ein Brücken oder sonst was hin, in diesen 3 freien noch. Genau, deswegen ist es auch überhaupt kein Stress. Da weiß ich schon, was ich entfernen möchte. So, wir könnten heute mal wieder in die Schnellerei gucken. Ja, das sage ich schon öfters in letzter Zeit. Aber gut, hi Nora. Ganz schön früh unterwegs. Könnte mal nachschneidisch sein, wenn ich denn wach wäre. Komm, bleib bei mir vorbei. Ich hab knallhart Apfelmus gemacht. Nein, ich will dich nicht vergiften. Haha. Oh, wow. Oh, als ob hier eine Fundsache liegt. Bitte nicht die Blume. Danke. Yeah, eine Fundsache, wenn die Uwe verloren haben könnte. Ich sollte mich umhören. Oder wir untersuchen das Ganze. Goldfarbene Punktnieten geben die Tasche eine. Okay, Gold ist entweder Bettina, würde ich sagen, oder Vronny. Entweder der Star oder die Hochniesige. Mal schauen. Hey Bettina. Ich wünsche dir einen schnuckligen Morgen, Funke N. Bin ich ganz hier zu Hause, okay? So, mal schauen. Hast du was verloren? Wie kommst denn du drauf? Das ist mir gehört. Könnte eher Nora was... Was? Als ob... Okay, damit hätte ich nicht gerechnet, dass Nora auf Gold steht. Keine Ahnung. Und ich frage mich auch, warum Bettina hier einen Proteinshake oder so... Das macht ja auch keinen Sinn. Aber gut, so ihren Garten muss ich auch mal umgestalten auf jeden Fall. So hätte ich drauf kommen können, dass es zu deins ist. Aber naja, gönnt ihr mir halt nicht die Bonuspunkte, die Bonusfreundschaftspunkte. Mit Nora werden wir eh bald die maximale Anzahl haben. Denn sie ist ja schon so lange bei uns. Nach der Aktion hast du einen ordentlichen Blumenring verdient und ich setze noch einen oben drauf. Nein, nicht zum Anziehen, bitte. Ein Rugby-Outfit. Hier, lass es krachen, Bro. Hier darf ich das ja sagen. So sein, das muss ich auch noch umsetzen. Also ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich die ganzen Bewohner hinsetzen soll. Eventuell ist sogar hier der Platz gar nicht so schlecht, ne? So, Gunnar wollte ich halt jetzt, ne, da wo schon immer die Bewohner waren, hinsetzen. Das heißt... Ah, ich lasse es erstmal. Das heißt halt zu den anderen. Oh, was ist denn hier? So, der normale Trampelpfad. Der sah irgendwie gerade richtig komisch aus. Keine Ahnung warum. So, was ich hier in der Ecke dann mache, ist auch eine Frage. Ich werde hier halt wahrscheinlich komplett zumachen. Also so. Eventuell noch nur so. Genau, also auf jeden Fall hier wird eine Brücke entstehen. Ist jetzt noch schwer umzusetzen, weil ich habe halt noch nicht meine Designs. Sonst könnten wir das heute gleich machen. Ich habe das wohl gesehen, tatsächlich ist es das erste Projekt, wo ich mich richtig inspirieren lasse. Weil ich es einfach so cool fand, dass ich das auch unbedingt umsetzen möchte. Und hier ist halt mein Problem, dass das alles so abgestumpft ist. Weil immer nur 2 Blöcke, ne? Die hätten es ruhig 1 dicker machen können. Nein, nicht so, oh Mann. Wie ich meine? Weil es muss ja immer 1 Abstand sein, das ist ziemlich nervig. Ich hätte auch eine andere Idee. Theoretisch könnten wir... Von hier darf man halt nicht springen, ist die Sache. Aber man kann alles abrunden, das ist halt das Schöne. So. Aber ich würde sagen, ich hole mir jetzt als allererstes meinen Aufgang. Obwohl ich auch noch nicht weiß, welcher da passt. Aber ich bin eigentlich für so eine Bretterrampe ganz offen, würde ich sagen.
Mal schauen, ob das hinhaut. Das ist auch schon wieder der Mitte des Septembers, also die Zeit verfliegt, Leute. Ich muss mal jetzt darauf achten, dass ich bei den letzten Käfer diese nee, das ist gar nicht die Grabschrecke. Aber irgendwas muss ich noch fangen, so ein Fisch, glaube ich, war es sogar. Oh, Nonni, wie schön, dass du hier Zeit nimmst, mich zu begrüßen, Träum. Heute bin ich früh aus den Federn gekommen und habe schon viel erledigt. Das fühlt sich so gut an. Ich habe immer noch so Probleme, wie ich sie spreche, ehrlich gesagt, aber gut. Freut mich, dass es dir gut geht und du schon so viel erledigt hast. Du bist also eine Frühaufsteherin. Wer besucht uns heute? Ah, cool. Das ist es entweder Carlsen, Lumeus oder Gullivar, Gullivar. Und Pietro, wie siehst du? Ich etwas gelangweilt aus? Nein, du überhaupt nicht. Allein dein Aussehen strahlt schon Freude und Begeisterung und nicht Langeweile aus. Nein, mein Gesicht macht nur ein gerade Entspannungsübungen. Okay. So, also gehen wir da rein, dann suchen wir nachher vielleicht mal Gullivar. Und genau, dann gucken wir einfach mal. Hier ist jetzt recht entspannt an eigentlich. So, hier die Bomberjacke wäre eigentlich interessant, aber ich glaube, das habe ich schon alles fünfmal in meinem Lager, deswegen. Heute ist sogar schon Tag 2. Ich habe gestern dran gedacht, hierher zu kommen. So, let's see. Was haben wir denn da? Das kenne ich schon. Dann gehen wir halt zum Bankautomaten direkt. Ich glaube, ich habe sogar fast genügend Geld, ne? Ja, dann muss ich ja nur... Weiß ich gar nicht. Ich zahle erstmal nur so viel aus. Wenn ich danach dann doch denke, dass es zu wenig ist für den, ja, den Rest halt, außer der Bretterrampe, dann können wir das Ganze ja noch wechseln. Ich habe ja auch den blauen, ne, den blauen den blauen Leuchtturm meine ich. Ding wäre es gar nicht mehr so schlecht, wenn ich jetzt sagen würde, okay, wir machen da auch eine blaue Rampe hin. Aber ich bin mir da echt noch nicht sicher. Ich bin da eigentlich jetzt noch recht offen. Den gucken wir einfach mal. So, wir wollen einen Aufgang. Wir haben jetzt gar nicht mehr allzu viele. Ich glaube, wir haben gerade 5 Aufgänge. Das geht ja voll. Ja. Also was wird auch natürlich passen. Haben wir jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, vielleicht lasse ich es so natürlich. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Also das fällt raus, das sowieso... das auch und das auch. Also die da alle nicht. Es sollte halt schon entweder so eine leichte Rampe sein oder einfach der Hangpfad. Ah, ich bin glaube ich wirklich für die Bretter. Die passen halt wirklich gut dahin. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach die blaue. Soll es ja nicht schlimm, wenn es dann doch das nicht sein sollte. Aber naja, gib mir natürlich wieder das Planungskit mit. Dann können wir uns das Ganze anschauen. Ich könnte auch jetzt mal mein Haus umgestalten, aber Leute, nee, das machen wir mal anders. Wir haben gerade zu viele andere Sachen, da müssen wir nicht noch das Haus umgestalten. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Der September verfliegt so langsam. Ich mag den September ja an sich am Monat gar nicht. In Animal Crossing ist er ganz gut, aber an sich mag ich ihn nicht so gern. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, wenn er wieder rum ist, obwohl das bis jetzt halt eigentlich recht gut und schnell vergeht. Das freut mich. Wie gesagt, nicht einer meiner Lieblingsmonate. Der Oktober ist dann schon wieder cooler, aber November ist halt eigentlich wieder ein Monat, den ich überhaupt nicht ausstehen kann. Naja, Dezember dann natürlich wieder. Aber genau, ich freue mich auf... Ab Dezember geht es dann eigentlich schon wieder gut, weil dann wird langsam wieder Frühling. Also sehr optimistisch natürlich gedacht. Ja, ich freue mich einfach, dass der Dezember vergeht. Wie gesagt, ist eigentlich immer so ein Monat, den ich nicht so gerne habe. Könnt ihr ja gerne euren Hassmonat in die Kommentare schreiben. Oh Mann, wisst ihr, wie sehr mich das gerade hier nervt. Oh, ich habe aber eine Idee. Die versuche ich jetzt mal umzusetzen. Und mal schauen, ob das funktioniert. Sonst, wenn ich das hier mal wegmache und dafür dann nicht abrunde. Und hier kann halt wirklich nichts hin. Hier könnte halt ein abgerundetes hin, aber kein ganzes, ne, ist die Sache. Es müsste eins breiter sein, dann wäre ich super glücklich einfach nur. Das ist das Problem jetzt, ne. Also das Gute ist halt auch mit dieser Brücke, dass wir halt schon auf der Ebene sind. Und die nicht bearbeiten müssen. So, hier kann ich jetzt weiterhin nur hier und dort, ja. Es macht also nichts aus, ne, dann lasse ich es natürlich abgerundet.
Ich habe mir vorher auch überlegt, ja, das ist halt hier genauso das Dumme. Müsste 4 Blöcke breit sein. Die Sache ist aber, dass ich hier nichts mehr hinmachen kann, oder? Also es wäre jetzt krass, wenn doch, weil irgendwie schaut es schon so aus, als wäre es so groß. Keine Ahnung. So, probier's mal. Ja, okay. Och man, das nervt mich so ein bisschen, aber naja. Ist leider nicht zu ändern. Dann würde ich das gar nicht abrunden, Tatsache. So, okay, die Seite passt dann schon mal. Das ist natürlich auch nicht abrunden, was dachte ich mir denn dabei? So. Ja, vielleicht mache ich dann einfach da vorne Blumen hin. Das da unten wird natürlich wieder abgerundet, das ist logisch. Glaube ich mal, dass es logisch ist. So, hier habe ich das nur gemacht, damit ich da einen Aufgang auf jeden Fall hin platziere. Und ich möchte einfach mal gucken, wie viel braucht denn der eigentlich? Der Leuchtturm. Mal schauen, passt der hier so hin, dass ich auch immer noch da stehen kann? Ja, theoretisch schon. Dann würde ich das eventuell doch noch abrunden, aber von der Seite. Ich denke, das ist noch am ehesten das, was ich tun möchte. Leute, eben genau das, da wollte ich mit euch machen. Diese Rohfassung ist ja in Ordnung, wenn ich die alleine mache, denke ich. Aber sowas ist schon ganz cool, wenn wir das gemeinsam machen. So, dann noch ein paar Blumen. Also ja, wird schon cool. Okay. Ja, ich würde hier aber tatsächlich dann noch so machen und so. Und die dann abrunden. Ich weiß ja nicht, ob hier jetzt der Aufgang... Ich gucke einfach mal, was mir besser gefällt. So, ja, ich weiß es noch nicht. Also, es würde auf jeden Fall mit der Abrundung da oben passen, aber mal schauen. Ja, entweder so oder noch ein Block halt weniger. Das würde theoretisch ja auch hinpassen. Mal schauen. Aber ich bin froh, ich wollte schon länger dieses Leuchtturmprojekt angehen. Jetzt sind wir endlich dabei. Gefällt mir. Ich glaube, ich fand es davor jetzt schon besser, oder? Das geht dann halt dann perfekter auf. Es schaut auch nicht schlecht aus. Also ich bin auf jeden Fall voll für das Blaue, weil das irgendwie catcht sich so gemeinsam. Das passt ganz gut. Finde ich jetzt. Und genau. So, okay. Ja, also ich lasse es so. Ich finde es eigentlich so besser. Das will man nicht, wenn man hochläuft, direkt im Leuchtturm steht, sondern auch noch ein bisschen Platz hat. So ist, denke ich mal, nicht schlecht. Mir fällt gerade auf, ich könnte es auch theoretisch andersrum machen, heißt halt. Oder wird es hier sogar hinpassen? Ich möchte einfach nur... Naja, das schaut komisch aus. Also halt, dass der Aufgang nicht so steht, sondern dass er so steht, ne? Ihr wisst schon. Also ich lasse es einfach so, wie es gerade war. Das war nicht schlecht. So, machen wir es auf jeden Fall. Ich schaue es mir trotzdem nochmal an. Kann ja nicht schaden. Meine sind immer noch 128.000. Aber ich glaube, das gefällt mir. Ist okay. Das Gute ist auch, ich sage euch gleich, warum das hier jetzt noch gut ist. Also es schließt hier halt perfekt ab, weil es geht dann hier so hoch. Und wir können diese Brücke hier noch... Oh, nee, können wir nicht weiterführen, verdammt. Weil es sind ja dann 3 von 3 Blöcken auf 2 Blöcke geht es dann. Und ich muss bei 3 Blöcken bleiben, weil ich möchte hier so Zäune machen. Aber naja, dann wäre es halt doch nicht schlecht, wenn wir einen Block weitermachen würden. Ach komm, das fällt nicht so auf, oder? Bin gerade echt unsicher. Ich finde es halt da schon besser, wenn man dann da hochkommt. Und hier noch so ein bisschen Platz hat. Glaube ich schon, ja. Der Leuchtturm steht auch schon richtig. Leute, es ist so cool. Schaut euch an. Whoopsala. Das habe ich gerade nur gemacht, weil es einerseits witzig ist und weil wir hier ein kleines Meerestierchen haben. Mal schauen, was sich hier verbirgt. Vielleicht eine Kammmuschel. Nein, nur ein Röhrenaal, genau, so heißt der. Okay, schade. Dann kann man hier halt, wenn man Spaß hatte und ein bisschen rumgesprungen, kann man hier, und das ist so ein Secret-Bereich, weil da kommt man halt nur übers Wasser eigentlich hin. Oder eventuell auch durch diesen Gang. Also da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den Gang so lasse. Hinten ist auch gleich ein weiterer Secret-Bereich, also gibt es mehrere. Wie man sehen kann, ich habe dieses Wellness-Bereich hier alles komplett aufgeräumt. Und aufräumen ist an sich halt nicht so spannend, würde ich sagen, im Part. Deswegen, genau, und ich lasse das jetzt einfach so. Ich finde es, glaube ich, nicht schlecht. Die wird halt dann bis hier gehen und dann nach oben. Ja, es passt. Sehr gut.
Ja. Du spenden. Bitte spenden sie doch Gerät hier. Spenden sie. So wie möglich, bitte. Ja, okay. Danke. Wollen Sie wirklich so viel spenden? Oh mein Gott, danke. Ihre Unterstützung haben wir nun unser Ziel von 180 das Projekt schon in Griff genommen. Bitte etwas Geduld, also kein Werteldorn. Yeah, damit ist es geschafft. Und genug Geld beisammen. So, okay. Also ja, wie gesagt, das wird gut. Das hier wird ja noch zugemacht. Ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach mal, damit sowas nicht mehr passiert, wie gerade eben. So, die Sache ist halt genau, es soll halt hier sowas werden. Ach komm. Also die Theorie, die wird uns jetzt wieder einige Tage beschäftigen, einige Parts, bis das fertig ist. Aber ich finde das Projekt ganz schön. Ihr könnt euch jetzt noch gar nicht drunter vorstellen, ehrlich gesagt, was ich hier mache. Und ich wusste auch gar nicht, dass man hier direkt was anordnen kann. Ich würde sagen, Gunnar, du warst ja zufrieden damit, dass ich dich umziehen lasse. Dann lasse ich dich mal kurz umziehen. Zu dem Bereich, den wir noch gar nicht... Warum schaut das so neu aus? Eine Wasserspinne, die habe ich ja schon, aber... Schaut so anders aus, keine Ahnung. Ach, egal, ich fang's jetzt nicht. Ist eh schon zu spät, vermutlich. So, okay, also... Wir lassen ihn einfach mal kurz dahinter ziehen. Krass, wie bebaut man Insel mittlerweile. Also wir sind schon echt gut vorangekommen. Hier ist komplette Abteil, der komplette Bereich ist eigentlich schon ausgebaut, würde ich sagen. Oh, da ist wieder ein Monarch weiter. Da muss ich noch mehr sammeln. Also ich habe schon viele, aber da muss noch mehr her einfach. Okay, Moment. Ah, ich dachte gerade, hier unten noch eine Person. Das wäre sehr verwirrend. So, nee, hier wäre eher schlecht. Ich mache sie wieder direkt hintereinander. Da war mal Maria gestanden, das weiß ich noch. So, mal gucken. Ah, ist ein bisschen zu nah, dann eins weiter. Oder zwei, ist ja wurscht. Was? An der Böschung? Der Platz reicht nicht aus. Ist serious? Aber jetzt muss es reichen. Ja, aber ich würde sogar noch ein Feld nach dort gehen. So, und jetzt noch eins nach oben. Mal schauen, ob es klappt. Jawohl, also eh nur übergangsweise, aber oh... Damit es halt, damit er schnell immer aufgeräumt ist und uns nicht mehr im Weg steht. So, wir haben jetzt noch, also wir könnten tatsächlich so eine kleine Wohngegend machen aus den drei. Ihr habt ja gerade Gunnars Haus gesehen, recht dunkel. Vor allem das Dach ist ja komplett schwarz. Dann das hier ist auch komplett dunkel und das von Nora ist auch dunkel. Also wir könnten so einen Dark-Bereich machen, vielleicht hier oben sogar. Muss ich mir mal überlegen, ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, aber ich finde es auch nicht schlecht, wie das hier geworden ist. Oh mein Gott, meine Insel ruckelt schon so sehr. Oder dabei, dass wir schon viel geschafft haben auf jeden Fall. Boah, wie viele Frames sind das hier gerade? Es liegt auf jeden Fall nicht an meiner Aufnahme, noch an meinem PC, noch an der Switch. Doch, eigentlich an der Switch liegt. Sondern am Spiel, beziehungsweise an der Switch. Also nicht, dass ihr euch wundert. Das am Rande. So, ja, mir gefällt das. Dann eventuell macht man hier so einen Aufgang irgendwo runter. Ist aber jetzt nicht so zwangsweise nötig, würde ich sagen. Ne? Also die Brücke wird ganz cool. Und ich sag euch mal die Theorie. Ich weiß nicht, ob es bei dem Zaun hier bleibt, aber wir können es ja einfach mal ausprobieren. Aber wenn ich den, na, den kann ich ja nicht verschieben. Also die Theorie ist halt, da muss ich eh noch ein Design runterpacken und ich weiß nicht, wie gesagt, ob ich bei dem Zaun bleibe. Dass ich irgendeinen Zaun hier hinstelle. So und halt so. Und deswegen muss es auch drei breit sein, sonst komme ich hier nicht durch. Das sieht, denke ich mal, ganz cool aus. Ihr wisst ja noch gar nicht, was ich hier unten auch vorhabe, fällt mir gerade auf. Kann ich ein bisschen halt schon machen, so viel halt jetzt auch nicht, weil der Gunnar da noch lebt. Habe ich voll vergessen, ihn umzuplatzieren gestern. Es tut mir auf jeden Fall leid, aber gut, ich denke, eins darf ich noch. Nein, okay. Vermutlich, weil er ja gerade da ist, sonst geht's doch, oder? Okay. Anscheinend nicht. So, ja, aber ich denke mal, so lang ist das auch okay. Zwei machen es breiter. Er würde da eventuell auch noch wohnen können, aber werden wir in Zukunft sehen, ob er da noch wohnen darf dann. So, hier hinten muss ich jetzt auf jeden Fall das Design dann auch noch und denke mal bis hier machen. Ich würde ja auch gern wieder bis, ja, das passt. Hier hinten so einen Durchgang machen, aber es ist leider nicht mehr mir möglich. Sonst müsste ich halt noch eins nach vorne hier gehen. Und es ist halt so schon ein nicht so großer Bereich. Aber wisst ihr was, ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an mit dem, was ich hier vorhabe, oder? So, eventuell mache ich hier so ein...
Nee, komm, ich mach das hier zu. Passt einfach besser, wenn es zu ist. Ist recht umständlich, aber naja, dann kommt man da wirklich nur entweder durch eine Leiter oder durch Schwimmen hin. Gefällt mir eigentlich ganz gut. So die Theorie. Naja, abrunden, perfekt. Ja, okay. Mir fällt gerade auf. Ich glaube, diesen Block hier könnte ich theoretisch noch wegmachen. Ich sag, das sieht man dann halt nur von hier. Das ist ja auch wirklich ein kleiner Bereich hier. Krass, dass ich hier schon mal was Hartes stehen. Das kann man sich dann gar nicht mehr vorstellen. Weil hier war ja eigentlich auch schon mal alles voll mit so... Hier wollte ich ja eigentlich mal einen Imbiss aufmachen und hier so zum Sitzen. Krass, wie sehr sich das jetzt schon wieder verändert hat. So, hier fand ich es halt gut, dass es so geradeaus geht. Ich möchte jetzt einfach mal das testen. Vielleicht zerstöre ich jetzt nochmal alles, aber das ist halt die Feinarbeit jetzt schon. Geht das nicht weg? Ja, doch. Okay, und das darf ich jetzt vermutlich nicht abrunden. Ja, darf ich nicht, sonst geht's alles kaputt. Okay, dann ist die Frage, lasse ich es so, aber das schaut irgendwie komisch aus. Ich glaube, dann mache ich es lieber eher so und so. Also so und so halt. Dann kann man da nämlich durchlaufen und das passt dann. Rund das da hinten auch mal nicht ab, oder? Sieht halt schon komisch aus, wenn es nicht abgerundet ist, aber... Dann jetzt kommt eben da, jetzt kommen wir dazu, was ich hier eben vorhabe. Und zwar möchte ich hier so einen kleinen Wasserfall bauen. Wieder sowas schön typisches halt. Dass man von oben da sozusagen herabsieht und das finde ich eigentlich ganz toll. Einmal so ein Dreier und dann vielleicht noch so ein Zweier hier. Muss ich halt hier noch zumachen. Warum auch immer ich das nicht getan habe. Es wird, denke ich mal, ganz cool ausschauen. Also, zumindest aus der Theorie finde ich es ganz nice. Wie gesagt, ich lasse mich da ein bisschen inspirieren, aber ich werde trotzdem mein eigenes Ding rausmachen. Wie immer natürlich, ihr kennt es ja. Wir haben halt hier wirklich nicht allzu viel Platz, aber ich finde das mit den zwei Blöcken weiter eigentlich ganz cool. Ja, hat man um einiges, ist man freier. Schön, ja, der Platz reicht mir auch doch aus. Soll ich jetzt doch, dass man hier hinten durchkommt, das machen? Weiterhin durchziehen, das habe ich ja immer so gemacht. Ich schau mal, wie das so ausschaut, wenn ich... Achso, ja, wir können es ja auch von unten weg machen. Muss ich nochmal zumachen, den Wasserfall. Also es ist so eine Arbeit, da überlegt man sich halt, was genau bin ich jetzt hier. So. Oh, wie leise es jetzt plötzlich war, ne? Also ich könnte es theoretisch doch noch eins kleiner machen, aber ich mag es eigentlich so, wie es jetzt ist, oder? Bin mir so unsicher. Also wenn ich jetzt hier anbauen würde, würde es ja so sein. Ich mache mal die Hälfte mit und die Hälfte ohne. Ist noch so bis hier, würde ich sagen. Letzte, wie gesagt, wäre dann wieder weg. Genau deshalb habe ich halt schon die Rohfassung hier offline gemacht. Ja, es wird eigentlich auch ausreichen, denke ich. Da muss ich mir noch mal überlegen, wie ich es mache, ehrlich gesagt. So, was ich nicht überlegen muss, ist, dass ich das jetzt da doch abrunden werde. Und ich denke mal, wir können den Part jetzt einfach mal ausklingen lassen, indem wir dann noch diesen See wieder zerstören, den Herzsee. Zum dritten Mal, glaube ich. Er stand schon zweimal am Anfang, jetzt war er hier angelegt. Ich finde einfach nie Plätze für Seen. Man könnte hier theoretisch einen See machen, aber dann darf ich halt keinen Wasserfall benutzen. Das finde ich ein bisschen zu schade, deswegen geht das leider nicht. So, deswegen, ja. Irgendwo muss auf jeden Fall noch einer her. Die Frage ist wo. Ich weiß es selber nicht so ganz. Ehrlich gesagt. Obwohl, wenn ich jetzt... Ich brauche, glaube ich, gar keine Seefische mehr. Also so gut wie. Ich meine, mir fehlen ja nur noch... Wie viel fehlen mir nochmal? Mal schauen. Ich habe gar keine, ehrlich gesagt. Weil die sind ja alle Fluss, ne? Ach, komm jetzt. Ja, der Arupaima ist definitiv Fluss. Ja, also die sind Fluss und Meer alle. Vielleicht habe ich schon alle Seefische, wer weiß. Dann wäre es gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt gar keinen hätte. Sind ja eh nicht so viele gewesen eigentlich. So ein kleines Teil ist auch süß, so ein kleiner Bach. Den könnte ich mir auch mal irgendwo vorstellen. Ich habe bloß gar keine Ahnung wie. Also man sie merkt schon wieder, ich habe so viele Ideen und kann sie einfach nicht alle umsetzen. Ja, wir da zwar eine zu kleine Insel haben. Oh Mann. Ja, aber mir gefällt das hier. Wir könnten uns auch theoretisch auf die Höhe hier einigen. Das heißt, es wird hier anfangen. Wir haben einen Block verschieben, theoretisch.
Könnte man sich auch vorstellen, weil dann könnte man hier sozusagen gerade rauslaufen. Ist hier so. Zack, genau. Wäre interessant. Also das schaut jetzt noch merkwürdig aus, weil hier, das fehlt natürlich noch komplett. Ich weiß nicht, ob mir das dann zu klein ist mit dem einen Block weniger. Irgendwie habe ich mich jetzt doch entschieden, das nicht zu machen. Wie man sehen kann, vielleicht ändere ich meine Entscheidung dann doch nochmal bis zum nächsten Part. Ihr werdet das auf jeden Fall rausfinden in einer weiteren Folge Animal Crossing Horizons. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute, euch das Ganze zu zeigen, was ich hier so vorhabe. Ein weiteres großes Projekt startet. Ich freue mich auf die Gestaltung von diesem Bereich hier. Wir sehen uns dann bald wieder. Und bis dorthin wünsche ich euch noch einen traumhaft schönen Tag und sagt ciao.